Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute zusammen Nudeltortilla mit Spinat, Schafskäse und Tomaten. Eine ganz tolle Abwandlung des spanischen Klassikers mit Kartoffeln und ganz vielen Eiern. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir eine Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Schaut einfach mal, wie groß eure Tomaten sind. Meine sind jetzt zwar immer noch kleine Tomaten, aber ein bisschen größer, deswegen viertel ich die. Danach werden Eier mit Sahne verquirlt. Das ist Bio-Sahne, deswegen hat die sich hier so ein bisschen abgesetzt am Rand vom Glas. Das ist aber nicht schlimm. Das dürfte reichen. Die Eiermischung wird noch kräftig mit Salz, Cayennepfeffer und Muskat gewürzt. Damit sind alle Zutaten fertig vorbereitet. Die Nudeln habe ich vorgekocht und Olivenöl dazu getan, damit sie nicht zusammenkleben. Den Spinat verwenden wir so im ganzen Blatt. Den habe ich gewaschen und mit der Salatschleuder trocken geschleudert. Dann habe ich hier noch eine Pfanne. Wichtig ist, dass die in den Ofen kann, also dass sie feuerfest ist und dass sie auch in den Ofen passt. Guckt, dass euer Pfannengriff nicht zu lang ist, damit der Ofen auch noch zugeht. Und dann können wir anfangen. Als allererstes kommt etwas Öl in die Pfanne. Na, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Und die Zwiebeln. Wenn die glasig angedünstet sind, also so nach 1-2 Minuten, dann kommt in 2 Schwüngen der Spinat dazu. Beim Spinat kann man quasi zugucken, wie der zusammenfällt, so schnell geht das. Und ich will den auch gar nicht tot kochen, sondern der soll einfach etwas zusammenfallen und dann nehmen wir beides wieder raus. Jetzt gebe ich das restliche Öl in die Pfanne. Und da kommen die Nudeln dazu. Die erhitze ich so 2 Minuten und dann kommen die anderen Zutaten rein. Der Feta wird einfach so darüber gebröckelt. Jetzt mische ich das einmal durch und dann kommt die Eiersahne oben drauf. Das Ganze erhitze ich jetzt etwa 1 Minute und ganz wichtig, dabei wird nicht gerührt. Das Ganze kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 30 bis 35 Minuten. Unsere Nudeltortilla ist fertig. Ich habe sie aus der Pfanne geholt und mir ein Stück abgeschnitten und das werde ich gleich essen. Ist übrigens ein super Resteessen. Also ihr könnt natürlich auch andere Nudeln verwenden. Ihr hättet auch anderes Gemüse da unterbringen können. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Nudeln habt, dann habe ich noch 2 Empfehlungen für euch. Und zwar unser Mac and Cheese und unsere Nudelgemüse-Muffins. Also macht alles nach, lasst es euch schmecken und bis bald. Tschüss!